Willkommen an Bürger und Scharlatane zu Let's Play Ultimate General. Ultimate Admiral Dreadnought. Fast. Wir setzen fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Oh, wir haben sie. Wir haben sie. Die Schiffe, die bösen Schiffe, die unseren Konvoi angreifen wollen. Unser Konvoi dampft natürlich in eine andere Richtung. Während unsere Schiffchen ihre Schiffchen schießen. Das ist ein Kreuzer. Wir werden sehen. Da haben wir die deutschen Schiffe. Das erste Mal überhaupt. Wir werden langsamer. Wir geben mal ein bisschen dreifache Geschwindigkeit. Oh, wir haben einen Treffer gesetzt. Auf der Elsass. Und einen Treffer auf den noch Unbekannten. Oh, das sieht ganz schick aus. Oh, hat aber ziemlich Maschinenraum und Wassereinbruch. Das muss ein dicker Treffer gewesen sein. Wir sind noch am Identifizieren. Ja. Gut, haben wir aber auch ein Ei reingekriegt, einen ordentlichen. Treffer im Heck. Können aber die Geschwindigkeit halten. Der leichte Kreuzer soll mal aggressiv vorstoßen. Wo ist der Zerstörer? Da ist er. Der kann mal zurückkommen. Dann nochmal ein Treffer. Die Markgraf ist es. Der hat einen 3-Zoll-Treffer abgekriegt, aber der muss ordentlich gesessen haben. Das war knapp. Schon. Ein paar kleine Treffer gesetzt. Na grad. Da haben wir einen schönen Treffer. Panzerung durchbrochen. Gib mal Stoff hier. Da haben wir einen guten Treffer. Oberpenetration, doppeltes Feuer. Markgraf wird sinken. Nochmal Schornstein getroffen. Er räuchert sich ein. Ein gutes Zeichen. Wie schnell ist die Markgraf? Markgraf hat eine Geschwindigkeit von 22 Knoten. Das ist also schneller als unsere, wenn sie will. So, mal ein Zerstörerchen. Kann aber die Markgraf jagen. Die Hanazuki. Ist der Kreuzer? Ist etwa 23 Knoten. Okay, die sind alle schneller. Die deutschen Schiffe sind recht flott. 22 Knoten kommt, du Flank. Bis auf die maximale Geschwindigkeit. Damit du mal die Markgraf einfach braten kannst. Passt an Torpedo-Reichweite. Sie hat Torpedos gefeuert. Wir weichen aus. Das können wir auch, liebe Markgraf. Da haben wir ein paar kleine Treffer gesetzt. Unsere Torpedos sind rund aus. Aber die Markgraf weicht aus. Und direkt. Jetzt können wir das T ziehen. Crossing the T. Unser Zerstörer hat sogar einen Abpraller gehabt, wie geil. Hecktorpedo, okay.
Ah, da kommen wir raus, sehr schön. Versuchen wir doch kreuzen. Unser Dickschiff bleibt da, wo er ist. Trefferchancen, komm. Schöner Treffer. Markgraf säuft ab. Du hast dich eingedreht. Okay. Können wir da ein bisschen schneller laufen lassen? Die Mutung, es müsste ein älteres Schiff sein. Da gluckert sie von dannen, die Markgraf. Weg ist sie. So. Mal gucken, was haben wir gemacht? Ein 12 Zoll Treffer hatten wir. Okay, 13 6 Zoll, 10 5 Zöller. Okay, ein Overpenetration, das war der 12 Zoller, der ist einfach durchgerauscht mit 50, 30 Zoll Durchschlag. Okay. Die Muson soll mal ein bisschen beschleunigen, so gut wie es ihr möglich ist. Ja, und die Harazuki muss mal Stoff geben. Du gehst aber auf normalen Torpedokampf. Du müsstest eine uralte Gojira-Klasse sein, oder die Muson? Ich glaube, du bist eine Gojira-Klasse. Was haben wir für Trefferchance? 1,8%. Okay. Was machen unsere. Die Schüppeln von dann? Okay. Er dreht sich leicht ein. Interessant. Ja, er läuft zickzack, aha. Yazuki. Hast du viele Kleingeschütze? Ja, du hast relativ viele Kleingeschütze. Also, es hat bisher einen Treffer gesetzt bekommen. Der ist durchgeschlagen. Also, ein Treffer gesetzt. Bin 6 Zoll geschützt. Du räucherst mal. Schon wieder unser Zerstörer. Ganz gute Panzerung, könnte man sagen. Jetzt nicht mehr. Müssen wir nur noch auf Torpedo-Reichweite kommen. Wassereinbruch. Oh, sogar ein teilweiser Treffer. Noch ein kleiner Treffer. Okay. Ruder zerstört, Wassereinbruch. Zieh dich aus dem Gefecht zurück. Das bringt nichts. Lassen laufen, du gehst stiften, mein kleiner Zerstörer.
du drehst dich ein. Drehst dich auch ein und wir beschleunigen. Gut, dann alle brechen das Gefecht ab. Das scheint ein älteres Schiff zu sein, aber flott ist. Gut. Gucken wir mal. Was passiert? Die Markgraf ist versenkt und die Moshima. Eine Gojira-Klasse, na kein Wunder, dass er nichts geworden ist. Okay, aber gut. Passt. Dann Marineinvasion. Zu wenig Tonnage. Marsch. Wieder mit 950 Tonnen Zerstörer, sehr schön. Torpedoschutz 2 erforscht. Chinesen haben 10 Schiffe verloren. Yoi Nakamak Zerstörer werden gebaut. Tonnage passt. Wir haben eine Schlacht. Nishin gegen Amorit. Aha. Lassen wir mal würfeln. Amorik ist versenkt, sehr gut. Mal gucken, ich will mindestens die Runde die Marineinvasion schaffen. Wurde aus dem Irak entdeckt, na so ein Zufall. Leichterkreuzer Berlin gegen Zerstörer und Torpedobooten. King Ghidorah. Ja komm, das können wir würfeln. Zwei Torpedoboote versenkt, sehr schön. Krupp-Panzerung Nummer 2. Aha. Es wird langsam interessant. So. Wir geben nochmal durch. Da sind gegnerische Flotten. Da müssten wir mal gucken. Wir brauchen mehr moderne Schiffe. Okay. Ja, gegen Zerstörer, den können wir weghauen. Jo. Wir versenken eine ganze Menge Marineschiffe. Ein paar Zerstörer bauen, ein paar Zerstörer bauen. Eine ganze Menge Verluste, wir haben 19.000 verloren. Konvoi-Schlacht, die Musashi gegen die Elsass. Würfeln wir mal. Musashi ist was? Sehen wir nicht. Elsass musste ausweichen. Wir haben gewonnen. Die Invasion läuft. So, wie viel Baukapazität haben wir? Wir haben 25.000. Wir können für 100.000 Tonnen können wir Schiffe bauen. Okay. Egojira 3 Klasse löschen wir. Tenno Bukake Klasse. Müssen wir mal modernisieren, die können wir lassen. Aber von den Ghidorahs bauen. Weil wie viel Tonnen hat so ein Ghidorah? 25.000 Tonnen. Das heißt, wir können 4 Stück bauen. 2, 3, 4. Und dass wir großartig in Bedrängnis kommen. Okay, nur ein bisschen. Aber nächste Runde werden auch ein paar Tonnen fertig. Schlachtschiff wird fertig für Kanada. Geben ab.
Da müssen wir unbedingt mal bald wieder modernisieren. Oh. Jetzt ist aber was los. Natürlich, wir können uns mit den Briten verbünden. Okay, sollte nun wird ihren Admiral rausschmeißen. Japan und Kasa gegen La Gossinière und der Annemiet. Was ist das? Das ist Mosra-Klasse. Würfeln wir mal. Oh, cool. Oh! Oh! Eine richtig dicke, fette deutsche Flotte. Wilhelm der Große. Württemberg-Klasse Schlachtschiff. 20,5 Knoten. Na, das werden wir nicht machen. Die konnten sich nicht zurückziehen. Na, dann werden wir das auf den Sack kriegen. 10 Zoll Geschütze Version 4. Oh, sehr schön. Minenzünder, naja. So. Eine ganze Menge Sachen. Hier ist die dicke deutsche Flotte. Da müssen wir hier mal. King Ghidorah, King Ghidorah. Die müssen wir jetzt mal stellen, die deutsche Flotte. Hier ist alles, was wir haben. Sollen wir da hinfahren? Du fährst dahin? Du fährst dahin? Ihr seid gerade in einer Rücktour. Hier haben wir einen Gojira-Klasse und Co. Wir können trotzdem mal alle losschippern lassen. Hier ist ein Schlachtschiff. Was haben wir hier? King Ghidorah. Jetzt müssen wir mal versuchen, die zu stellen. Hier sind nochmal zwei Schlachtschiffe. Und wenn irgendwas so passt, Schlacht. Leichter Kreuzer gegen leichter Kreuzer, kann man würfeln. Passt soweit. Dann gucken wir mal. Wir bauen für 150.000 Tonnen, dann können wir noch ein paar neue Kreuzer bauen, neuere. Ein paar Basras. Hier haben wir, da können wir drei, vier, auch vier von bauen. Und dann können wir vielleicht die deutsche Flotte stellen. Amagi, was bist du? Ein King Ghidorah? Ich will ich mal hier haben. Die versuchen wir auch abzufangen. Er hat 20% Vormarsch. Hier hat er 0% Vormarsch. Da wird er zurückgeworfen. Guck mal. Runde 5. Zwei Schlachtschiffe in Reparatur. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, Chinese wird schon wieder fast raus. Oh, wir haben die große Seeschlacht. Wir haben die große Seeschlacht geschafft. Ghidorah, Gojira, Musashi. Was ist Musashi? Ist auch ein. Okay, wir haben aber nur ein modernes Schlachtschiff bei uns. 19 Knoten, 19,3. Das sind auch zwar unterschiedliche Typen. Aber halt ohne Ende Torpedoboote und leichte Kreuzer. Wie bei uns sieht es aber genauso aus.
Das kämpfen wir mal aus. Das wird jetzt spannend. So, zwei Gänge Kreuzer, acht leichte Kreuzer, fünf schwere. Also bei den Dickschiffen sind wir ungefähr ausgeglichen, bei den kleinen Schiffen ist er uns deutlich überlegen. Und der erste Schuss ging schon raus. Ja. Ja, da sind sie irgendwo. Mal schön ausgebackt. So weit kannst du gar nicht schießen. Wie viele Kilometer sind denn das? Was haben wir? Chiyongota. Das ist eindeutig die King Ghidorah-Klasse. Ah, herrlich. Dann haben wir hier Gojira und... Ja, das sind die beiden alten. Wir haben Zerstörer-Screen. Okay, wir lassen laufen. Wir haben ein paar beschädigte Schiffe bei. Da haben wir Gegnerschiffe gespottet. Während hier unser Schiffsballett vollführt wird. Die nebeln schon, okay. Möchte euch ein bisschen weiter rüber haben. Dann habe ich die Tose und Co. Da haben wir ein dickes Schiff. Was bist du? Hier haben wir was. Einer von den leichten oder schweren Kreuzern. Okay, wir machen ein bisschen langsamer. Ihr dreht euch ein. Trefferchance. Wissen wir noch nicht genau. Da haben wir was getroffen. Das erst explodiert. Starker Wassereinbruch. Könnte ein Schlachtschiff sein. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir eins seiner Schlachtschiffe gleich so früh versenken. Hier sind unsere leichten Kreuzer. Die sollen ein bisschen zusammenkommen. Torpedo. Zerstörer ebenfalls. Ihr sollt nicht so weit weg. Hier ist eine andere Kreuzerkolonne. So, oh, wir haben schon einen Treffer gekriegt. Der Kreuzer soll ein bisschen vorziehen. Das ist ein deutscher Kreuzer, der Hagen, die Hagen. Alles konzentriert sich auf die Hagen. Ein bisschen hier ein bisschen eindrehen. Ihr geht auf Torpedojagd. Chitose und Co. Ihr macht eine harte Kehre. Geht ein bisschen langsamer machen. Dann kackt man das Spiel ab. Da ist der Kreuzer Scharnhorst. Schönen Treffer gesetzt. Ein deutscher Zerstörer ist versenkt. Unsere Kreuzer drehen nochmal, die Sperren. Ja, ich trotzdem macht eine Gegendrehung.
Kurse und Kosan auf die Torpedos gehen. Die Fushima hat es einmal getroffen. Ich will, dass ihr auf die Zerstörer geht. Meine Zerstörer sollen hier sich durchboxen. Ich mach mal kurz normale Geschwindigkeit. Hier sind die Gegner Torpedoboote. Da müssen wir aufpassen. Da haben wir die Thüringer. Okay. Da wurde nochmal die Hagen getroffen. Wenn ihr die Kirre gemacht habt, dann ist gut. Chitose und Co. nerven die Torpedoboote. Auch einen Zerstörer versenkt. Kommt ihr zurück? Ja. Ich möchte euch in die Richtung haben. Da hier im Breitseitenziel. Geh auf die Thüringen. Und ihr geht hier auf die leichten Kreuzer. Oh, da hat es ihn gut getroffen. Mehrere Flutungen. Mein V70. Wohl erwischt. V70 sinkt durch starke Flutung, sehr gut. Haben wir auch wieder einen schönen Treffer gesetzt. Oh, das war eine Munitionsexplosion. Das war ein Torpedotreffer, oder? Zerstörer sinkt, Torpedoboot, SZ-40 dürfte auch nicht mehr lange durchhalten. So, deutsche Kreuzer nebeln sich ein, weil sie ein bisschen auf den Sack kriegen. Da ist ein Schlachtschiff, die Siegfried. Siegfried eröffnet das Feuer, auf wen schießt sie? Kreuzer. Okay. Volltreffer. Also Gummo hat Steuerbord. Aha, Backbord. Steuerbord ist es ja nicht. Steuerbord ist immer rechts. Schaffst du das noch? Oh, du kriegst noch Torpedotreffer. Du kriegst noch Torpedotreffer. Oh, wie geil, ein Versager. Nehmt euch mal ein. So. Chitose und Co. fahren durch. Ich will, dass unsere Schlachtschiffe so fahren. Da überziehen wir jetzt. Torpedoboot. Torpedoboot sinkt. Kreuzer sollen vor. Oh, da hat nochmal schon Treffer gesetzt. Die leichten Kreuzer passen von der Geschwindigkeit. Ihr könnt hier einmal durchziehen. Unser Torpedo ist... Also Gummo. Ach verdammt. Die geht drauf. Oder? Hat die also Gummo ein Glück. So, meine lieben Zerstörer. Also Gummo, dich werden wir mal detachen.
Du gehst auf langsame Geschwindigkeit und wirst zurückweichen. Katsura übernimmt dich. Ach nee, das sind doch wieder Angriffe auf unsere Kreuzer. Kümpu, eindrehen. Schaffst du es, Kümpu? Schaffst du es? Schaffst du es? Antreffer kriegst du rein. Oh, und das war ein Versager-Torpedo. Sehr gut. Wie sieht's aus? Torpedoboot, da haben wir soweit abgewehrt. Gegnerischen Kreuzer kriegen ein bisschen Beschuss rein. Die Hagen, der geht's nicht gut. Roma kriegt auch, wenn er Pech hat, ein paar Treffer. Unsere Zerstörer sollen mal ruhig einen Nerv-Angriff machen. Hier ist ein leichter Kreuzer, die Stuttgart. Die Chitose. Die müssen wir mal entkoppeln. Chitose. Langsame Geschwindigkeit. Nebel dich ein. Und weich zurück. Unsere Zerstörer sollen stiften gehen. Hier durchgehen, nicht in Reichweite, würde ich mal vermuten. Oh, schön getroffen, die Thüringen. So, leichter Kreuzer Stuttgart sinkt. Vorrang. Da gab es auch eine Munitionsexplosion nochmal. Also Zerstörer machen ein wildes Ding. Okay, die Zerstörerrotte kann dann auch sich vom Gefecht dann zurückziehen. So, Kreuzer machen das ganz gut. Die Zerstörerrotte fährt außen lang. Hier setzen wir ein paar Treffer. Das Torpedoboot müsste gleich absaugen. Ja. Und hier die Kreuzer trifft es auch ganz gut. Waren das Torpedotreffer? Was waren das? Oh, Thüringen hat es nochmal erwischt. Leichter Kreuzer Münzen sinkt. Leichter Kreuzer Lübeck sinkt. Unsere leichten Kreuzer gehen hier mal weiter auf den Nervkurs. Die Thüringen sinkt, sehr schön. Thüringer. Burma quält sich noch, Elbing. Hätten wir schon erreicht. Baden. Burma sinkt. Meine Schlachtschiffe müssen noch ein bisschen dichter rankommen. Ich sehe den leichten Kreuzer. Chitose. Bist du detached? Ja. Du sollst dich hier zurückziehen. Hier haben wir unsere Schellenkreuzer, die können auch noch nach Norden. Wir haben ja noch eine zweite Zerstörerdivision. Das ist die erste. Das ist die zweite, okay. Die Hagen.
Das heißt, die Tugiwara getroffen. Die ist unter Beschuss von den Dickschiffen, von den gegnerischen. Die Odako und Co. gehen auf volle Geschwächgeschwindigkeit. Unsere leichten Kreuzer sollen einmal sich zurückziehen. Unsere Dickschiffe sollen mal versuchen. Versucht mal die Baden zu treffen. Jetzt haben wir den großen Schuss. Das große Salve auf die Baden. Und den ersten Treffersorger gesetzt. Ihr nebelt euch mal ein. Nächste Salve auf die Baden. Oh! Schöne dicke Explosion. Baden hat einen ziemlichen Treffer reingekriegt. Das gefällt mir. Oh. Tokugawa wird sinken, aber die... Da haben wir noch einen Zerstörer versenkt. Aber ein paar Verluste werden wir einstecken, das wird nicht anders gehen. Ich möchte gern, dass unsere Schlachtschiffe nochmal ein Wendemanöver machen. Da haben wir irgendwas Dickes getroffen. Die Bahn. Ihre Flutung. Sie macht auch eine Kurve, auch eine Drehung. Der leichten Kreuzer sollen räuchern. Oh, Hauptgeschütz getroffen. Munitionsexplosion auf der Baden. Augsburg und Baden sinkt. Sehr schön. Habt das dicke Feuer auf das andere Schlachtschiff. Die Siegfried. Da treffen wir ein Torpedoboot ordentlich. Unsere Zerstörer sollen nebeln und aggressiv jetzt vorstoßen. Wurde die Siegfried schon getroffen? Ah, die Baden fängt ein paar Schüsse weg. Zerstörer 4 sinkt. Das ist das Opfer der leichten Kreuzer. Du hast noch keinen Treffer eingesteckt. Ich finde aber schön, wie die Kingodira-Klasse setzt schön viel Treffer. Das gefällt mir. Okay, ihr müsst langsamer werden. Langsamer. Der leichte Kreuzer, der Elbing hat es jetzt ordentlich erwischt. Sehr schön. Da gehen das Geschütze auf Siegfried. Ja, verfehlen wir leider. Gut, die Agano wird sinken. Okay. Meine leichten Kreuzer machen so ein bisschen Ausweichfahrt. Elbing sinkt. Die Otake soll Richtung noch ein Torpedoboot sinkt.
mit deinen 13 Zoll geschützt. Schieß mal den Vollsalver ab. Na gut, das war der Nebel. Katori, leichter Kurz hat Katori ist versenkt. Oh, Sig wird getroffen. Mal alles, was du hast. Torpedos, auf wen gehen die? Auf die Tsugaru. Die dreht sich mal rein. Torpedoboot sinkt. Noch ein Torpedoboot sinkt. Zerstörer haben. Das waren Torpedos auf die Zerstörer. Wir haben da zwei leichte Kreuzer verloren. Da werden wir ein paar mehr verlieren, aber ist nicht schlimm. Vielleicht auch ein, zwei Zerstörer. Also eine Kreuzerdivision. Haben ein paar Treffer eingesteckt, die müssen langsamer. Müsste auch langsamer werden. Was war das? War es Zerstörertreffer oder? Der Ichikuma sinkt. Die Siegfried brennt und geht stiften. Wuppertal sinkt, okay. Wir drücken uns mal leicht ein, wie ist die Trefferchance? Ist so berauschend. Komm, dann öffne das Feuer mal auf die Widder. Torpedoboote. Okay, ihr brecht das Gefecht alle ab. Also mit der langsamsten Geschwindigkeit, die ihr machen könnt. So, die Widder müssen wir noch treffen. Kreuzer Irene sinkt. Wir kreuzen nochmal. Und das 29 Treffer gesetzt. Und 31 Treffer bekommen. Und nur 2 und 4 Zoll. Und 13 Zoll Geschütze haben ziemlich oft getroffen. Leichter kurzer Geier sinkt, okay. Torpedoboot S96 sinkt. Er hat sie wieder erwischt. V12 sinkt durch massives Feuer. Ihr alle geht mal auf 5 Knoten zurück. Und sagt 5 Knoten. Zerstörer Harukaze sinkt. War halt nicht schlimm. Die Ghidorah-Klasse hat sich jetzt echt bewährt. Die gefällt mir. Die Widder Ruderschaden und Wassereinbruch.
Und die alte Gojira. 18 Treffer hat sie gesetzt, 8 hat sie bekommen, 61. 30.000 Schaden. Na, die Widder wird auch nicht mehr lange machen. Der Kanalgeschütze. Glück gehabt, dass meine Zerstörer entkommen sind. Komm, ich bin Saures. So wie ich das gehört. Komm. Gib dem Widder Saures. Alles nochmal auf Torpedoboot. Komm, sinke, 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 sinke. Sink, sehr schön. Komm, du schießt nochmal auf den Siegfried. Nogoya, Shiroya, Chiyodogara. Ja, paar Treffer. Wenn es sich ein Torpedo, ein Zerstörer dadurch hält. Treffen die Siegfried sogar ein paar Mal. Wir müssen ein bisschen die Kampfentfernung verkürzen. Die Gojira und Musashi schießen mal auf die kleinen Schiffe, die gemein und böse sind. Großen 13 Zoll Geschütze werden gleich ja, Gojira hat ein bisschen Glück mit ihrer Panzerung. Hier haben wir die Siegfried. Liegt im Wasser, hat die keinen Antrieb mehr. Wir lassen sie brennen, okay. Dicke Vierersalve. Aha. Zitritür. Geht's doch nicht so gut. Weiger zu sinken.
wird langsam übersichtlicher. Ja, sehr schön. Komm, komm, treffe Siegfried. Hauptpunkt getroffen. Doppeltreffer, Feuer. Ah, oh, schöne Salve, komm. Ruderschaden. Schornstein zerstört. Gojira muss man ein bisschen einstecken, aber das macht sie gut. Wie es gehört für das Typschiff. Sieht aus, ob wir den Siegfried auch noch kriegen. Nächstes Schiff sinkt. Die Odake wird sinken, aber ist nicht schlimm. Können wir uns noch weiter leicht eindrehen. So, 13 Zoll Geschütze sind geladen. Feuer. Wieder ein Treffer, Hauptgeschütz zerstört. Nicht mal 3 Kilometer. Siegfried hat, glaube ich, leicht Probleme. Panzerung stark angeschlagen, Schornsteine. Das ist der einzige, die Minute. Das hat sie mal. So, müssen wir gucken, wie war das? Altschiff für die Sekundärgeschütze. Hauptgeschütze können erstmal auf die Siegfried gehen. Schade, das war drüber. Schon wieder drüber. Trefferchance 62, 60%. Ja, 2 Treffer an der Siegfried. Wir müssen uns leicht eindrehen. Sekundärgeschütze. So. Wir haben Feuer auf der Chiro. Chiro oder Gata? So, komm. Auf die Scharnhorst. Mal loswerden, die nervt. Jetzt macht die doch mal ein bisschen Schaden. Auch wenn sie nicht immer die Panzerung beschlagen kann, aber egal. Scharnhorst verteidigt auch tapfer ihr Haupt fürs Flaggschiff. Das können wir mal schneller laufen lassen. Komm, eine Salve noch, dann ist das Ding weg.
da noch sinkt. Alles jetzt auf den Siegfried. So, mehrfacher Treffer. Die kann 20 Knoten laufen. Ich glaube nicht, dass sie 20 Knoten läuft. Lass nochmal schneller laufen. Wird massive Flutung. Auf dem Maschinenraum. So, ein Torpedoboot sinkt nochmal. Sehr schön. Und die Siegfried wird auch sinken. Ich habe keine Chance. Was für eine Schlagseite hat sie schon? Und nicht unerhebliche. Macht sich immer schmaler. Wir drehen uns ein. Das kann man auf Aufzahlergeschwindigkeit laufen lassen. Sie will eine Felsen sinken. Dabei haben wir doch schon den Todesstoß versetzt. Siegfried sinkt. Gucken wir mal. Gut, wir haben 1, 2, 3 leichte Kreuzer verloren. Achso, andersrum. Ghidorah-Klasse, sehr schön. Gojira-Klasse. Die Gojira-Klassen haben sich echt gut geschlagen. Drei leuchte Kreuzer. Tsugaru ist beschädigt. Vier leuchte Kreuzer. Vier leuchte Kreuzer und drei Zerstörer. Ist in Ordnung. Dafür haben wir zwei Schlachtschiffe. 1, 2, 3, 4 Kreuzer und ein Kreuzer unbekannt. Hertha-Klasse. Die Schlachtschiffe waren einmal die Baden-Klasse und die Württemberg, glaube ich. 8 leichte Kreuzer und 12 Zerstörer und 13 Torpedoboote. Okay, wir haben 7 Schiffe verloren. Das war schön. Das war. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut zu retten. Das haben wir gemacht. Ein paar Schiffe sind extrem. Die Deutschen wollen den Frieden. Na klar. Nehmen wir an. Noch eine Seeschlacht. Gut. Das speichern wir aber. Das wird sonst wirklich viel zu lang. Ja, aber was haben wir denn hier? Wir haben die Schlesien, die Kaiser Friedrich III., die Friedhof und Kaiser Wilhelm der Große. Ja, gegen King Ghidorah. Das müssten alles. Mal gucken. 4 Millionen hast du. 4 Millionen, 4 Millionen, 4 Millionen. Oh, wir haben drei. Wir müssten Tenno Bukake müssten wir haben, eine Gojira-Klasse und drei King Ghidorahs gegen die deutschen Schiffe. Wo wir gesehen haben, dass wir gut gegen die ankommen. Die Bremse ist nicht beschädigt. Maximal. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Mann, das wird ja spannend. Uiuiuiui.